Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bus-Simulator. Es ist ja schon ewig lange her, dass eine neue Folge vom Bus-Simulator kam. Doch am heutigen Tag ist es endlich wieder soweit und es geht wieder weiter. Ich hatte ja jetzt gestern bereits. Nee. Vorgestern war es gewesen. Habe ich ja schon ein Video zu PES hochgeladen gehabt, weil jetzt die EM begonnen hat. Für die Deutschen und ja, also was meine Prognose betroffen hat, das war ein glasklarer Unterschied. Also das Spiel, das ging völlig nach hinten los, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern ich möchte jetzt mit euch hier bis hierhin eine Strecke fahren, beziehungsweise möchte euch bis hierhin neuen Elan geben und so. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt heute mal die 58 Fahrt ist praktisch Leitenhof. Die werde ich aber nur hinzufahren. Nee. Nee, ich weiß, wie ich fahre. Ich fahre im Umgekehrten. Jetzt habe ich. Boah. Ja, auf jeden Fall per Tag. Umgekehrte Strecke muss sein, ja, Rundfahrt, nee. Da würde ich dann aber schon auch sagen, dass ich auf einen etwas größeren Bus setze, weil ich bin schon große Dinge, große Dinge. Große Busse nicht mehr ewig lang gefahren und ja, ich suche jetzt kurz den Bus aus und dann sieht man sich eben gleich wieder. Boah, da sind wir auch schon. Haben Bus jetzt ausgesucht. Mit einem, wo ich sagen kann, ja, mit dem kann ich umgehen. Fahrgast. So, es geht. So. Jetzt würde ich aber mal sagen, oh, trinken einen kurzen Schluck. Lecker. Boah. Ich bin schon ewig lang, also ich bin, von der Aufnahme hat keinen Bus-Simulator mehr gefahren, aber so an sich schon mal wieder. So. Dann würde ich sagen, steuern wir mal die erste Haltestelle an. Also ich muss ja schon echt sagen, die letzten Wochen ohne Aufnahme, muss ich ehrlich sagen, haben mir schon echt gefehlt und es war schon echt eine schwere Zeit, weil auch viel privatlos war, wo man halt selber gesagt hat, nee, das ist jetzt nicht so gut, irgendwie was aufzunehmen oder so. Und dann ging es halt auch nicht so körperlich. Dass man dann halt sagt, nee, man lässt es erstmal mit Aufnahmen, um halt wieder gesundheitlich wieder auf ein gutes Hier, Level zu bitte. kommen. Beziehungsweise, dass man halt privat wieder ein bisschen besseren Elan hat und so. Und ich finde, es hat sich zwar jetzt ein bisschen gebessert, aber auch nicht 100%, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich möchte darauf jetzt nicht so eingehen, weil privat hat mit dem, was ich mache, nichts zu tun. Ja gut, warum der jetzt gerade so schlapp macht, verstehe ich auch nicht. Naja. Auf jeden Fall gönne ich mir noch mal kurz einen Schluck. Boah, lecker. Ja, du überholst mich mitten in der Kurve, du Hornochse, ey. Oh. Was jetzt mit Need for Speed Heat ist, da muss ich mal gucken, weil ich glaube, ich habe das Spiel mal runtergeschmissen gehabt, weil ich es irgendwie nicht mehr gezockt habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich da mal genau gucken, wie es damit jetzt weitergeht. Ich kann zum aktuellen In Zeitpunkt welchen Film? nichts versprechen, wie es damit weitergeht. Ja. Plus FIFA 19 und so wird auf jeden Fall auch bald hoffentlich wieder was kommen, da gab es ja auch schon ewig lang nichts mehr. Rocket League genauso, Minecraft gab es ja glaube ich erst neulich schnell ein Video dazu, muss ich mal genau gucken, keine Ahnung.
Ja. Und halt generell so Livestreams oder so, das ist dann halt auch wieder ein bisschen fülliger wird. Oh, naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was die nächsten Stunden, Tage, Wochen so mit sich haben, was daraus wird. Kann vielleicht sein, dass ich dann auch vielleicht einen kurzen kleinen Vlog aufnehme, wo ich dann euch Bescheid gebe, wie es jetzt weitergeht. Und genau. Die Kamera an das Position habe ich so das Gefühl. Nehmen wir noch steigen. Boah, Luft im Magen ist immer widerlich, ey. So ein schöner Tag. Eine Fahrkarte bitte. Ja, natürlich, jetzt kommen wir her. Jetzt machen wir mal so. Danke. Boah. So geht's natürlich auch. Jawohl. Ich muss direkt weiterfahren. Optimal. Es läuft wie am Schnürchen, muss ich sagen. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Meinen Schlüssel nicht finden. Ja, weil ich den Gulli versenkt habe. Hey. Oh. Also, hier weiß ich noch, da hatte ich schon öfters meine Unfälle gehabt. Nicht schön. Ja, das merkst du schon, jetzt beschleunigt der ordentlich gut. Überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Kurzer Aufstoß. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, da steigt jemand aus oder so. Also, ich habe nur so einen kleinen Geheimtrick, wenn ihr beim Bussimulator unterwegs seid und ihr das Force Feedback drin habt und ihr das Force Feedback umgehen wollt, dann habe ich einen guten Trick für euch. Wenn Ich ihr hätte gerade nicht in der gedacht, dass Kurve Hans zur fahrt und du Familie das Tempo zurückkehren habt, würde. dann drückt einmal beim Controller auf Dreieck, weil dann macht ihr das Force Feedback raus. Und dann habt ihr praktisch kein Problem mehr beim Schärfe einlenken und so. Also, ihr dürft dann halt nicht bremsen oder Gas geben, ganz wichtig. Also, ihr müsst dann halt wirklich von Gas und Bremse unten bleiben. Dann ist das Force Feedback an der Sequenz deaktiviert. Und es wird dann halt erst wieder aktiviert, wenn ihr entweder bremst oder Gas gibt.
Tschüss. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ja, natürlich, die kriegst du. Pass mal auf, wir machen so. Kriegst du erstmal hier den Batzen mit. Danke. Es ist viel zu heiß draußen. Ja, Kimi ist auch schon so. Warst du einkaufen gewesen, Leusenhausen, denkst du erstmal so, alter Schwede. Was eine Hitze, ey. Also, dass ich da gestern, weil ich war ja in Jogginghose, in einer langen schwarzen Jogginghose draußen, mit so Winterschuhen und einem T-Shirt, und dass ich da nicht, Ding, hat mich schon ein bisschen gewundert. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass das Wetter jetzt gerade so krass ist, kann man auch zum Teil kaum was essen, weil es einfach unerträglich ist. Aber dann komischerweise am Abend rum geht's wieder. Naja. Weiß zwar nicht, was das Problem so gesagt ist, aber ist einfach krass. Und ich hätte nie gedacht, gut, dass das ja mal vollgebracht. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Witzig. Oh, Alter. Ich mal was erwartet, als ob das klappt. Hey, lange nicht gesehen. Oh. Wie war dein Urlaub? Oh, Scheiße! Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shop. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Mir ist heute nicht nach Arbeiten. Scheiße. Alter, wie bin ich denn da jetzt ins Rutschen gekommen? Ja gut. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Sag mal, wie hab ich mich denn da festgefahren? Ja gut. Da hatte ich mich jetzt gerade ein bisschen suboptimal fest. Nein! Ja gut, ich habe jetzt zwar gerade 40.000 Minus gemacht, aber die Fahrt breche ich jetzt nicht ab. Ach, Scheiße! Ach komm! Als ob ich der Junge, Alter! Als ob ich da jetzt gerade wirklich so krass reingedriftet bin. Ey, also ich muss mir das selber nochmal angucken, wie ich das Video schneide. Oh nee, Alter. Ich habe eigentlich gedacht, ich komme da locker flogig rum. Auf einmal bricht der mir hinten aus und ich krach voll rein. Oh nee, ey. Also ich will echt nicht wissen, wie die Folge ankommt. Ey, oh nee. Alter, du bist doch. Oh shit! Alter! Das ist jetzt ungünstig! Oh, Alter! Sorry, da muss ich mal kurz rein. Alter! Also, was eine chaotische Folge. Ah, dieser Sound.
Jung. Hat wirklich 1A geklappt. Bin ich zufrieden. Videos, Video, vor allem weißt du, guck mal. Seit wann blink ich in den Kreisverkehr? Seit wann? Also, nee, also, Astragon, dann müsste ich nochmal ab die große Weise. Das habe ich noch nie erlebt. Dass man in ein Kreis. Ja, genau, jetzt machen die Ampelstrich durch die Rechnung. Oh Mann, ey, kann ich in der Zeit bis auf Insta aktiv gehen? Bis die Schaltampel wieder umspringt hier. Naja, wenn sie jetzt auch nicht so viel los. Ach, egal. Man kann ja nicht mehr außer meckern, was denn wie auch immer. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Oh nein, Hilfe. Da muss ich aber weinen. Die NPCs müssen auch mal abbremsen, wie sie bekloppen. Nein, ist ja ohne Scheiße. Ey, nee. Also ehrlich, das. Nee. Oh. Oh, schlägt mir die Kurve. Treasy. Nein. Danke. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Möchte sie schon jemand ein Ticket holen oder wie sieht's aus? Eine Fahrkarte bitte. Nein. Anscheinend nur einer oder wie? Muss ich ja genau kontrollieren oder was? Jetzt mal die 20 Cent. Was keine 5 Jahre dort. Danke. Also ich dachte, wer deine gekauft? Dass diese Leute in dem Game so inkompetent sein müssen jetzt. Oh, widert mich an. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, weiß ich, blablabla. Irgendwie ein bisschen bescheuert, oder? Alter Junge! Als erstes drift ich da in dem Ding rum und dann fahre ich bei mir.
langsam verstehe ich die Welt nicht mehr. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Sag mal, du Hornochse. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Einfach nur noch aussteigen. Tschüss. Oh, fertig. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, das war zwar nicht so erfolgreich, aber es war schon geil. Also, wie ich da um die Düsse bin, das war der Wahnsinn, ey. Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video zu Bus-Simulator. Falls euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Irgendwas wollte ich mal sagen. Falls ihr meinen YouTube-Channel noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich kostenlos machen. Wäre natürlich super, würde mich freuen. Und genau. In dem Sinne, Leute, wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein und ciao, ciao.